Beim letzten Mal haben wir den vierten Dungeon geschafft und dann war da plötzlich so ein Geist. Und was mit dem auf sich hat, erfahren wir jetzt. Und Prost. Du siehst sehr traurig aus. Hat man dir deinen Lutscher geklaut? War das ein Gähner oder hast du gerade den Geist synchronisiert? Ich hab den Geist gemacht. Das klang, als hättest du gegähnt. Okay. Hab ich verwandt gedacht. Auf jeden Fall, der Geist möchte ganz offensichtlich zum Friedhof. Seit wollen wir uns das mal anschauen hier? Hier, mein Freund. Ah. Dein liebenswürdiges Grab. So wie du es. Ist hier nicht so ein Ding? Ja, okay, jetzt noch eine Zaubermuschel. Wie viele brauchen wir eigentlich? 15? Weil dann haben wir ja schon beide zusammen. Hier ist dein Grab. Freust du dich nicht? Hier, ich hab sogar schon mal vorgewärmt. Du bist nicht gerade gesprächig, weißt du das? Egal, ich habe noch Dinge zu erledigen. Also wenn du jetzt bitte gehen könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Und höre dich auf zu piepsen. Was du da machst, ist stalken. Ich kann dich dafür anzeigen. Keine Angst, Foxy, ich weiß auch, wo der hin will. Wir roleplayen hier gerade ein bisschen. Ich suche gerade nicht, wo das jetzt genau war. War das jetzt hier? Nee, das verwechsel ich mal. Hier war der Schilderwald. Ah, neben dem Strand. Ah, okay, dann gehen wir einmal durchs Dorf. In der Hoffnung, dass er einmal den Mund aufmacht auf dem Weg dahin. Der kann nämlich tatsächlich auch sprechen. Ja. Und dann sagt er einem, wo er hin will. Nämlich in die Zwergenbucht. Das klingt wie ein Pokémon-Ruf. Das klingt wie Nebulak. Und manchmal macht er das Geräusch aber nicht. Der nächste Dungeon wird lustig. Geister! Aua, ist er wehgetan. Weißbrot. Aber ich hab dir doch gesagt, Foxy, das Spiel ist genau wie das Remake. Und du wolltest mir nicht glauben. Das sieht alles nur ein ganz kleines bisschen anders aus. Ein bisschen monochromer. Und ein bisschen weniger Pixel. Aber kein Leut weniger charmant. Bist du jetzt zufrieden? Hier! Hier! Reingehen! Mein Haus! Ach, jetzt hast du also, jetzt sprichst du also, was? So wie ich verlassen habe! Oh Gott, aber halt ohne Mist. Abgesehen davon, dass wir keine Häuser haben, die dann verkommen. Aber irgendwie als Geist zu sehen, wie irgendwie das mein eigenes Zimmer irgendwie komplett verwahrlost ist, das würde mir, glaube ich, mehr wehtun, als mich irgendwie glücklich zu machen. Nostalgia, komm sempre. Genug, Friedhof. Bring mich, mein Grab. Oh, okay. Dann bringen wir diesen Luftballon mal zu seinem Grab. Ich stelle mir gerade vor, wie Link den so an so einer Schnur zieht. Das wäre ein Geister alleine. Mhm. So wie der mir hinterher kackert. Ich weiß aber gar nicht, wofür wir das überhaupt machen. Wir kriegen, glaube ich, eine Zaubermuschel dafür, aber sonst. Ah, nee, kriegen wir nicht. Wir kriegen nicht den Schlüssel dafür. Es wurde eben ein neuer Konami-Code entdeckt, oder ein neuer Use für den Konami-Code. Welches Spiel in Castlevania 64? Oh mein Gott. Und macht er das Spiel spielenswert? Ich gebe zu, das war ein bisschen hardcore. Ich habe gehört, Castlevania 64 soll echt nicht so gut sein. Alle können wir mal noch tun. Das klingt zumindest, als könnte man das mal ausprobieren.
Na, glaubt ihr, Castlevania 64 kommt noch in N64 Online? Who knows? Ach, der zweite. Ich habe leider keine Ahnung. Okay. Am Ende ist das wie dieser Wii-Teil, einfach ein Fighting-Game. Judgment heißt er, glaube ich. Das Ding ist irgendwie, Castlevania hat so viele verschiedene Genres und eigentlich, was die Leute wollen, ist halt die Metroidvanias. Ja, Symphony of the Night. Ja, und die Game Advance-Teile. Ja. Danke, ein Haar in meinem Haus, schon runter, tschüss. Was ist jetzt los? Also, hi Eule, du hast aber ganz schön Zeit gelassen. Endlich, da bist du wieder. Um in das große Fischmaul zu gelangen, musst du an einer Stelle in der Zwergenbucht tauchen. Du kommst den Windfisch immer näher. Die Zeit des Erwachens ist nicht fern. Ich bin mir sicher, dass wir das schon die ganze Zeit hätten machen können. So, und jetzt ist die Frage, ist hier jetzt was unter seinem Grab? No. Ah, das ist aber jetzt... Aber unter seiner Vase soll ja was sein. Ah, das ist jetzt unangenehm. Du hast den Typ gerade literally rausgegraben, den du gerade sein Grab gebracht hast. Ja, ich weiß. Ich hab doch gesagt, das ist jetzt unangenehm. Ja, ich hab mir gerade überlegt, warum hast du das gesagt? Jetzt ist es mir gerade aufgefallen, vorhin. Was meint ihr? Wie viele Jahre müssen vergehen, bis Grabschändung als Archäologie gilt? Ja, das ist halt wirklich so. Das ist halt eins von beiden, je nachdem, je nachdem, wie viel Zeit vergangen ist. Ich sag ja auch, wie viele Jahre müssen vergehen, damit man Jokes über 9-11 machen kann, weil das Ding ist, Leute machen Jokes über die Titanic. Denk mal drüber nach. Die Titanic war auch irgendwie nur 1800 irgendwas. Naja, technisch gesehen kannst du Jokes jetzt schon über 9-11 machen. Ja, das Ding ist, pass auf, ich würde sagen, 100 Jahre oder zumindest irgendwie 70 Jahre. Wenn die letzte Person, die zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, nicht mehr lebt, ab da kannst du Jokes machen. Oder zumindest nicht alt genug, weil so Babys können schon noch leben, weil die das ja nicht richtig verarbeiten, aber halt, sobald keine Person mehr offended sein kann, passt es. Ich meine, wenn man unbedingt jemanden offenden will, oder man gibt einfach einen Scheiß davon und macht's einfach. Ja, das ist halt das Ding, du machst halt einen Joke und irgendwann beschwert sich keiner mehr drüber. Das ist alles. Nee, ich weiß nicht, aber wenn du das hörst, oder du gibst einfach einen Scheiß auf die Beschwerden von anderen. Vase, bist du die Vase? Ah, und ja, in der Tat ist die Muschel nur da, wenn man das auch gemacht hat. Ich find's auch witzig, wie der ganze Raum hell ist, aber das hat was mit der Textfarbe zu tun. Ich glaube, das war einfach nur ein Beispiel. Warum nicht? Ich mag es nicht, dass es Themen gibt, über die man keine Witze machen darf. Man, das ist alles. Wie gesagt, du kannst Witze darüber machen, ob die Leute es lustig finden, ist eine andere Sache. Mhm. Ich wollt gerade speichern, um mich zu teleportieren, dann fiel mir auf, dass wir bei dem Haus gespawnt werden. Mhm. Aber ja, ich gebe zu, man muss keine Witze über 9-11 machen. Gebe ich zu. Aber man darf's. Ja? Hey, ich meine, ich sehe so, ich hab nichts keine dagegen. Ahnung, warum interessiert mich nichts. Ich sollte, wenn sie Amis anders machen, nicht mehr anders machen. Hast du gerade gesagt, du bist kein Ali? Kein Ami. Ich hab eher verstanden, er ist kein Ali, Juan. Nee, Leute, das bin ich leider auch nicht. Was ist das? Wieso kann ich auf dem Geländer gehen? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Was? Ich kann auf dem Geländer zwei gehen. Weil die Blumen so schräg sind. Wenn man ein bisschen schräg guckt, sieht es fast aus wie ein Oh wow! Auf! Ich seh es! Oh mein Gott! Seht ihr das Oboe-Face? Oh mein Gott, ist das süß! Ich hab mich nicht so weit geknickt. Bahamut sieht's Oboe, Bahamut ist glücklich. Haben wir 15 Dinger? Wir haben 14, wir wollen noch eine Muschel. Haben wir auf die Schnelle noch eine Muschel? Lass mal zum Zoodorf gehen, vielleicht finden wir da noch eine. Um jetzt am schnellsten ins Zoodorf zu kommen, müssen wir den Teleporter nehmen, dann können wir wieder ein paar Sachen umtauschen. Und dann haben wir auch schon bald
die Quest abgeschlossen. Imagine 9-11, aber Roll-Reverse. Das heißt, die Gebäude fliegen in zwei Flugzeuge. Was? Interesting. Wo wollte ich hin? Ah ja, Ziege. Ey, du dumme Ziege! Hier, nimm diese scheiß Blume! Oh, wie ein Stückchen von dir! Du hast mir einen Hibiskus mitgebracht! Wenn du so ein Gentleman bist, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du für mich einen Brief zu Dr. Wright bringen? Er lebt am Rand vom Zauberwald, bitte! Neko sagt, wie stark ist dein Digimon? Oh mein Gott, wie cool, dass auch die Blume tatsächlich jetzt in der Vase ist. Hm. Ja, ich habe mit Neko am Wochenende ein paar Digimon-CDs gehört. Das war ganz cool. Obwohl ich die Serie selber gar nicht wirklich verfolgt habe. Ich mag diese cheesy Anime-OST. Auch wenn die meisten der Songs quasi wirklich einfach nur Pop-Songs, so deutsch produzierte Pop-Songs mit einer Kinderzielgruppe sind. Das Schöne ist, wir können jetzt eine Abkürzung nehmen. Aber da wir zum Zauberwald müssen, müssen wir wieder zurück zu Möwendorf. Ash Quad sucht schon echt einen Auftritt im Switch-Game. In welchem Switch-Game? In welchem Switch-Game? Kamasin-Puppe? In Smash Ultimate ist es Ash Salz. Ach. Ja, stimmt, der Ultra Smash. Final Smash. Warte, in dem. Er kommt im Neuen, ja, ist das Ash von Smash Green Ninja. Das wusste ich gar nicht. Wie konntest du das nicht wissen? Ich hab nie drauf geachtet und ich mag Fajutsu nicht zu spielen. Nicht sonderlich. Ja. Ich weiß, das ist ein Frosch! Aber ich mag Fajutsu nicht. Ja, wir wissen. Ich bin ja schon, dass du diesen Fakt nicht wusstest. Ich hab halt den. Ich dachte halt, der hat den gleichen Ultra Smash wie in. Oh mein Gott! Ja, ich meine, technisch gesehen hat er den gleichen, das wurde nur halt ausgefrischt und das ist sich halt jetzt. Horro! In halt in Battleborn Greninja verwandelt. Horro! Ole! Ah, fuck. Okay. Fuck. Genug mit dem Hundi gekämpft. Die sind voll niedlich! Ich find's so schade, dass es die in Oracle Games gar nicht gibt. Der Sprite findet da keine Verwendung. Der Song ist halt auch so geil. Ich finde auch an der Switch-Version muss ich, ich will es nicht direkt kritisieren, aber ich finde es ein bisschen schade. Wir haben jetzt natürlich das Rätsel direkt geskippt, aber wenn man den Tanuki Tarin hier stehen lässt und einfach weitergeht, wird man ja tatsächlich teleportiert und zwar zwei Felder weiter nach unten. Oder irgendwie, warte. Man wird dann quasi in einen Raum teleportiert, der so ähnlich aussieht. Und zwar in diesen hier. Und denkt sich dann, ja okay, dann gehe ich halt nochmal nach oben und dann ist man hier. Und dann ist man plötzlich hier und das ist eigentlich eine totale Shitshow. Und in der Switch-Version wird das halt durch so eine Rauch-Transition gemacht, was ich schade finde. Auf dem Gameboy-Screen wirst du einfach geloopt. Und es ist großartig, ich liebe es. Das ist viel cooler für den Effekt. Mhm. Und an einer anderen Stelle in dem Dungeon gibt es nochmal so eine Stelle. Das ist wieder so ein. Das ist ein Punkt für die Gameboy-Version. Und dann kommt diese Hand. Dieser Höhlenmensch und malt so einen Strich an die Tafel. Was ist das? Ein Brief für mich? Oh, das ist ja toll. Und sieh doch, mit einem Foto. Oh. Alter, das ist aber... Das ist Christine. Alter. Aber vor allem seine realistische Hand. Ja, meine Hand. Christine, du Schlingel. Sie ist ja so hübsch. Ich muss dir irgendwas für deine Mühe geben. Moment. Dieser Besen ist alles, was ich habe, okay? Junge, der Grund, warum du nichts mehr hast, ist, weil du zu viel simst. Mann, wenn der wüsste, dass er eine Ziege anbietet. Er wird geziegenfischt. Ja.
Wake up! You're a donkey! Ich will ihm das an den Kopf werfen. Großartig. Das ist doch nicht Christine. Das ist alles Photoshop. Oh ja. Gott, ich wäre fast da reingefallen. Das ist Photoshop. Okay, hier haben wir auch schon alles geholt. Da nach oben können wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, einmal save. Wir haben einen Besen bekommen. Oh, das hat nichts gebracht, weil ich leider in die Höhle reingegangen bin. Wow. Hast du zufällig eine Idee, wo noch ein paar Herzteile sein könnten, die ich verpassen könnte? Ja. Hast du nicht meine Liste offen? Ich habe leider den Spieleberater noch nicht. Ich habe keine Liste offen, ich mache schon einmal eine auf. Ich meine halt nur für die Zukunft wäre das halt praktisch. Ich weiß auch nicht alles auswendig bei Skyward Sword, aber... Manchmal gehe ich halt in die Recherche für dich. So, wir erkennen eine Person, die einen Besen hat und... Oh mein Gott, ihr Besen ist weg. Oh, ein neuer Besen für mich. Der ist doch für mich, oder? Hier, Pflaster für dich. Oh, danke, ich gebe dir dafür den Angelhaken, den ich beim Kehren am Fluss gefunden habe. Hm, ein Angelhaken. Er hat so schöne Kurven. Was wir damit wohl anstellen für unartige Dinge. Ich sagte, was wir damit wohl anstellen werden. Ich meine, wir wissen ja doch, joho, joho, wenn der Haken kommt, bin ich anderswo. Ich glaube, das Ho wird in dem Fall anders geschrieben. Komm, du willst doch einfach noch Horny, du willst einfach noch Bubas sehen, gib's doch einfach zu. Ich find's funny. Mann. Hi Marin, bye Marin. Oh nein, aber das in der Höhle hinter dem Zodorf, da gibt's auch eins. Warte, wo war noch eins? Höhle hinter dem Zodorf, da wo du die Bomben brauchst. Brauche ich dafür zufällig den Enterhaken? Ich meine nämlich, ich brauche den Enterhaken für. Enthaken, ja. Okay, dann können wir das später machen. Sorry. Pointless. Warte, habe ich hier gespeichert oder nicht? No. Warte doch, ich habe gespeichert. Theoretisch gesehen zählt nämlich dieses komische Loch. Oh, im Schloss, da gibt es auch noch eins. Im Schlossgraben. Im Schlossgraben haben wir jetzt übersehen. Ist das hier in der Nähe? Ja, das ist jetzt nicht in der Nähe. Holen wir später, aber das wusste ich noch nicht, ja, dass das gibt. Was wir stattdessen jetzt machen ist, den fünften Dungeon! Yay! Und deshalb verstehe ich nicht ganz, was das mit dem Geist sollte. Oh, hi, was geht mit dir ab? Eine große Welle hat mir beim Schwimmen mein Oberteil weggeklaut. Wenn du es findest, dann bringst du es mir. Wie jetzt? Echt jetzt? Schau es doch einfach an. Du Penner! Oh, Entschuldigung. Hab nicht drüber nachgedacht, was ich da eigentlich tue. Du hast doch schon ein Mädel unter deinen Rock geguckt. Das ist nicht das letzte Vergehen, was Link machen wird. Außerdem ist das mein Traum, ich kann machen, was ich will. Und außerdem... Jetzt hast du dir vorstellen, wie ich in deinem Traum einfach so eine Tür aufmache, wirklich so Cartoons, da einfach aus dem Screen die Tür aufmache, vorkomme und einfach nur das mache. Oh Gott, das... Und wie durch diese Tür gehe. Aha. Weil wir im nächsten Dungeon. Ja. Das okay, Fischmaul. Hier ist ein nerviges Stein, und zwar muss man diesen Gegner leider ohne Dings besiegen. Und das ist hast du dich Bomben? Es ist schwer, ihn zu treffen, es ist nicht... Ich hab ihn von vorne besiegt! Nice. Wie ist das denn passiert? Hier ist der Kompass. 9999999! Ein akustisches Signal zeigte die Schlüssel. Den Kompass im letzten Dungeon haben wir beide nicht gefunden. Wenn ich das mal so anmerken darf. Nobody needs that shit anyways. Ja, dieser Kompass. Hä, Ass. Oh mein Gott, ist das schnell.
Jo. So, die Frage ist, wo kommen wir hier raus? Das war ein schöner Kill. Mhm. Glaubt ihr, wir müssen hier überhaupt irgendwas machen? Wahrscheinlich irgendwas mit diesen Steinen. Und. Danke. Hä, haben wir nicht dieses Düdüdüdüd gehört? Oh, hier ist der letzte. Ja gut, dann war das pointless. Ja. Aber wir mussten den Schlüssel holen, von daher. Ja, das ist das Dummeste an diesem Dungeon. Den Dungeon könntest du so leicht machen, aber nein, das Spiel wird sagen, einfach so, einmal musst du scheiße laufen. Ja, aber das ist halt der Anfang mit diesem Weg. Dafür brauchen wir den nicht mehr. Wir können jetzt nach oben, wir müssen da nicht mehr lang, bis wir tatsächlich... Oh doch, einmal müssen wir noch da rein, wenn ich so drüber nachdenke. Ohne den Enterhaken. Aber kriegen wir hin. Dieser Dungeon ist eigentlich nicht wirklich schwerer als der davor. Der sechste Dungeon ist ein bisschen schwerer und dann kommt der siebte und der achte und die hauen dann richtig rein. Mhm. Aber der fünfte ist eigentlich voll okay. Hey, was mit dir? Papyrus! Papyrus! Du bist stark, was ich dachte. Noch, aber ich komme nie, ja. Dafür nehme ich mir jetzt das Dungeon-Item, Edge. I'm sorry, aber ich war wohl vor dir an dieser Truhe, Loser. Nachdem du mich halt suchst, komm doch und hol ihn bei mir ab. Wisst ihr, was diesen Joke viel effektiver machen würde? Hm? Wenn die Truhen, die das Dungeon-Item enthalten würden, tatsächlich noch eine andere Form hätten. Hm. Das würde dann noch mehr hitten als Troll. Ich wünschte, es würde noch eine Bombe dabei gedroppt werden, einfach weil. Oh Gott. Links Awakening Kaizo Edition. Es gibt Links Awakening Kaizo Edition. Warmut, was spielst du das? I don't know. Das ist aber ein seltsames Messer, was mich gleich aufschlitzen wird. Es ist dunkler. Ich frage mich mal, wofür das ist. Das ist ein Geheimweg. Allerdings weiß nicht, ob wir da schon hin müssen. Das kann sein, dass wir... Da ist dein L übrigens. Alter, L. Dem Koopa ging es gerade nicht gut. Da ist ein Goomba, da kann ich mein Leben auffüllen. Da-da-da-da-da-da! Bonk. Ha! Danke, Oswin. Bitteschön. Ich hoffe, du merkst diesen Ort, weil ich werde dich dann nochmal erinnern. Okay. Okay. So schwer ist das eigentlich. So, konnte man hier nicht irgendwie rüber? Ich glaube, das geht aber nur von der anderen Seite. Okay, dann war das pointless. So, Smash Out jetzt ist Canonically Sense, okay. Oh nein, nicht schon wieder das Messer, nicht schon wieder das Messer, nicht schon wieder das Messer. Nicht schon wieder das Messer, nicht schon wieder. Kein Schaden, kein Schaden. Und der Schutz eigentlich ist auch noch für uns rumgesprungen. Alter, alles geklängt. Okay, das war jetzt meine Schuld. Okay, das auch. Ich glaube, ich habe nicht mal versucht, da reinzuspringen und dann kommt man da nicht mehr raus und muss speichern und es ist echt eine Shitshow. Deshalb machen wir das dieses Mal nicht. So, hier kriegen wir, glaube ich, wenn wir alle Gegner besiegen, was jetzt schon erledigt ist, können wir hier durch. Hier ist Kampf Nummer 3. Die sind nummeriert. Nicht, dass ihr euch wundert. Aber wo jetzt was ist die Frage? Hier ist die Steintafel, okay. Was wohl auf der Tafel zu lesen steht? Ich heb mir diese Herzen mal auf für den Kampf gegen Robo-Pirate. Oh, mein Chat ist gerade abgekackt. Ich hoffe, es ist sonst alles gut. Oh, okay. Ja, das macht er ab und zu mal. Ja. Und ist jetzt auch wieder da. Aber halt, ich mache mir dann immer Sorgen, dass vielleicht der Stream stirbt davon. Is good, all is good. Nicht da stehen bleiben.
Spawns. Ha, wie kommt man denn da jetzt am besten rein? Oh, natürlich, nach der Links. Alter, wie weit er mich weggefettert? Hör auf! Wie viel Rückstoß noch? Komm runter, du Lümmel. Na toll. Ja. Au. Ah, nicht da. Ah, doch auf. Oh mein Gott, falsch rum. Ja, du bist stärker als ich. Noch, aber ich komme wieder. Ich komme wieder. Ja, zurück zu mit Waffen. Also, wir hätten einfach nur das machen müssen. Und jetzt können wir hier rein und das ist direkt der nächste Fall. Oh, ich sehe das Problem. Das ist nicht Problem, das ist nicht schwer. Ah! Stimmt. Stimmt, Zombie! Ich übernehme jetzt. So, einmal hier dingsen. Du kennst meine Fläche schon, ich verzehr dich nach nachher. Hat mich also gefunden. Au. Ja, ja, stärker, stärker, noch, ich bin wieder da. Wieso sagt er eigentlich wird, wird? Der macht so komische Geräusche. Ich denke, das ist einfach nur Navi. Ja, das ist einfach Navi. Nom. Hey, lass mich doch aus dem Spiel. Hey, niemals. Hey, listen. Und was wir jetzt machen können, ist einfach zum Eingang des Dungeons zurückgehen. Wer sich erinnert. Und wir müssen jetzt noch einmal diesen doofen Vogel besiegen. Und so wie ich mich kenne, dauert das jetzt ewig. Warte, du hast gesagt, man kann ihn mit Bomben easy besiegen? Ich denke mir halt nur so, man kann auch gefühlt alles mit Bomben besiegen. Ah, sehr gut. Das war sehr hilfreich. Ja. Im Zweifelsfall Sprengstoff. Hat uns schon Zelda 1 geholfen. Ah. Oh, das ist hart. Das ist nicht ganz so leicht. Zack, zack, zack. Und es ist Zeit für den vierten der Fights. Au. Weißt du, es ist tief für Musik, gegen dich zu kämpfen. Du bist ein netter Spaßverwerfer. Au. Bombst mich nur, schlägst mich nur. Siehst du, ich kann auszuschlagen. Dir wird das jetzt gefallen. Au. Die Monster, you don't belong in this world! Verflucht sich du! Danke für den Hinterhaken. Ich bin von Papyrus auf Waluigi abgetrifft. Und damit können wir jetzt wieder zum Eingang des Dungeons. Und damit können wir den Rest des Dungeons machen. Dafür ist er jetzt super easy und schnell vorbei. Ich hab doch gesagt, wir machen heute schon bis zum fünften Dungeon. Beim nächsten Mal dann wahrscheinlich bis zum siebten. Vielleicht holen wir heute sogar schon den Maskenschlüssel. Außerdem, hier ist das restliche Geld für den Bogen. Nee. Ah, nicht ganz. Naja, bis wir da sind, haben wir genug. Ich frage mich auch gerade, wo der Weg zum Boss ist. Ah, doch, hier nämlich links. Und, apropos. Ich erinnere mich da so an eine gewisse Sache, die ich machen sollte. Abgesehen, nicht sterben. Hä, hier waren wir noch nie. Hä?
Hier ist der Boss, oder? Ach, der lustige Raum. Nö, nicht der Boss. Das ist ein Schlüssel. Habe den Massenschlüssel, habe ich schon eingesetzt. Ja, der kommt ja auch als nächstes. Tut mir leid, dass du es ganz alleine bis zum Ende des Spiels geschafft hast und so deine Kompetenz bewiesen hast. Hä? Ist doch umso besser. Ich hab doch nur gesagt, ach, der Raum. Nee, das war Foxy. Foxy meinte, er ist soweit. So. Sepp, ich bin ja beeindruckt, dass du so weit gekommen bist. Vielleicht schaffst du es ja sogar bis nächste Woche auch den Rest zu schaffen. Das wäre. Wäre beeindruckt. Pina, hast du denn irgendwie gerade meine Bücher ausgeliehen oder warum bist du ganz so sassy? Ich bin nicht sassy. Das war sehr wohl sassy. Oh Gott. Ach ja, übrigens, das ist ein Goma. Können wir den überhaupt besiegen ohne den Bogen? Du hast einen Enterhaken. Enterhaken, ja. Oh, okay. Besiegt ihn halt immer mit dem Bogen. Ah, okay, können wir. Das ist ein Goma. Oh. Der erste ist echt scheiße, aber der Rest ist okay. Ha! Das erinnert mich an einen Raum von Forced Out Adventures. Da gibt's auch irgendwie drei Gomas, die die ganze Zeit hin und her laufen. Du, jetzt mach dein Äuglein auf. So ein spannender Kampf. Ich meine, die Gegner machen schon ein bisschen viel Schaden, aber. Bam! Die! Ich sprach davon, dass der Kampf an sich langweilig ist. Ist er auch. Es gibt in der Switch-Version einen Glitch-Trick, mit dem du diesen Kampf überspringen kannst. Aber wenn ich Pech habe, brauchen wir gleich. Okay, immerhin. Sport hat wenigstens zu fehl. Naja, fast. In der Switch-Version kann man sich nämlich irgendwie durchhüpfen, angeln und dann kann man sich diagonal an gewisse Blöcke ziehen. Ich weiß allerdings nicht, ob das gepatcht ist. No. Den Trick brauchst du doch gar nicht mehr, Foxy. Bist du schon soweit? Trade. Ja. Wenn so ein Glitch existiert, dann kann man sagen, Game Freak ist nicht die einzige Firma, die vergessen hat, dass Schrecklaufen möglich ist. Das Ding ist aber. Sie haben es ja nicht direkt vergessen. Das Ding ist, diagonal den Einhaken abfeuern kannst du so oder so. Es bringt dir nichts, aber du musst quasi, du musst so 45, du musst, was die Hälfte von 45 Grad, so 12,5 Grad musst du feuern. Und das ist halt nicht intended. Du musst quasi in einem Spitzenwinkel schießen. Ich weiß, es ist immer noch diagonal. Bleib stehen! Bleib endlich stehen! Jetzt greift sie an. Wenn sie nicht stehen bleibt, macht sie nicht das Auge auf, wenn die Beine nicht stehen bleiben. Und wenn die Beine stehen bleiben, macht sie das Auge auf. Wo ist der Vorspulbutton, wenn man ihn braucht? Ja, schalt mal oben, das Programm ist langweilig. Der ist halt schon echt nervig gerade. Wie war das? Es gibt gutes RNG und es gibt schlechtes RNG und es gibt Sachen, wo du quasi sicherstellen musst, dass du nicht öfter als irgendwie dreimal hintereinander Pech haben darfst. Weil sonst ist es halt absolut scheiße. Er darf diese Attacke eigentlich nicht mehr als zweimal hintereinander machen. Sonst ist es halt unfair. Weil man dann denkt, Alter, hör halt auf. Und das Ding ist, ich darf ihn wahrscheinlich noch dreimal treffen. Heiß, Liebi, was geht ab? Hast du Lust, dieses Wochenende zur Respawn zu gehen? Alter, zweimal hintereinander! Junge! Oh mein Gott, wie er gönnt!
Apropos. Gott sei Dank, es ist vorbei. Jetzt ist vorbei mit der Übeltäterei. So, ich habe Angst, dass zu der Respawn. Kannst du Samstagabends oder musst du dann irgendwie für die Arbeit? Das ist ja immer dein übliches Problem. Oh mein Gott, Wombo-Combo. Irgendwas sagt mir, dass die zum Boss gehen. Wir haben den Boss Key nicht. Ich weiß, wo der Boss Key ist, Oswin. Tust du das? Aber ich weiß es. Es ist da, wo wir getaucht sind. Du gehst nicht gar zum Boss. Mhm, und zwar kannst du dich, Nein! Aber ich hab doch einen Schlüssel. Oder? Nee, hab ich nicht, okay. Ansonsten, du kannst, von hier unten... kannst du dich halt, diagonal... nach da oben ranziehen, aber halt nur in so einem speziellen Winkel. Und da ist irgendwie ein Block mehr, damit es halt nicht standardmäßig diagonal funktioniert. Also eigentlich kann ich nicht. Hab Donnerstag weiter frei von der Arbeit, kommt meine Mutter. Das ist doch vollkommen fein, aber ich habe ja nur gefragt, ob du kannst. Hätte sich halt angeboten. Irgendwo kann man hier raus. Teile, die wir nicht tragen können. Dieser Lümmel! Dieser Lümmel! Mein Gott, ich hasse diese Gegner. So, jetzt hier waren wir schon. Wenn wir Glück haben, schaffen wir den Tempel noch in dem Stream. Geht aber, wir haben nicht genug Zeit. Den Maskentempel würde ich noch nicht anfangen. Hä, hey, Moment mal. Das ist nicht der Raum, den ich erwartet habe. Das kann kein Schlüssel sein. Es ist die Karte. Look, Junior. Junge, wo ist hier irgendwas? Wo ist das Wasserloch? Und sie sagt, sie weiß, wo der Masterschlüssel ist. Ich weiß, wo der ist, aber ich suche dieses Wasserloch. War das nicht in Richtung... Ich meine, das war am Anfang links und dann irgendwo. Dritter Raum, also dritter Kampf. Der dritte Kampf ist da oben, was eigentlich hier unten? Okay, hier waren wir auch noch nicht. Scheiße. Gut gemacht. Gut gemacht. Good job. Sehr, sehr schönes Willkommen. Wer ist ein Imposter among them? Is it though? Oh mein Gott, wir sind nur hier! Ich bin nicht begeistert. Und die Begeisterung ist nicht die... ist nicht du. Warte, ich kann das abwehren mit dem Schwert. Ich hätte jetzt wirklich ein paar Goombas gerne. Ich könnte einen Goomba essen. Okay, wie wär's jetzt nach links? Ja, hier war das. Schaut euch diese Messerchen an. Sind die nicht wundervoll? Ah, hier ist ein Goomba, wo ich mir Leben holen kann. Okay. Du. Ah, Goomba. Ein Leben. Spawnt der nochmal neu, wenn ich hier zurückgehe? Nein. Wenn wir Glück haben, kriege ich schwebende Herzen. Nein, aber hier ist auf jeden Fall der Masterschlüssel. Aber wir brauchen noch einen normalen Schlüssel. Und der ist natürlich bei dem Kampf Nummer 3. Okay, damit haben wir alles gelöst. In Ordnung. Eins, zwei.
Läuft doch. Es läuft einigermaßen. Es schwimmt, es läuft. Es platzt, wackelt und hat Luft. Ich hätte gern noch ein Herz. Oh Gott! Fast gestorben einfach. Oh Mann. Ich find's so schade, dass man nicht nach unten schwimmen kann, schnell. Link's Awakening ist ein schönes Game. Ihr seid scheiße, ich hasse euch. Und das ist ein schöner glänzender Stein. Nicht Messer werfen. Das ist unsexy. Das auch. Okay, machen wir es schlau. So. Da kann nämlich nichts schief gehen. So, einmal hier. Hier sind nochmal 50 Rubine. Damit haben wir jetzt auch genug, um uns den Bogen zu... Ja. Ne, haben wir immer noch nicht genug. Yes. Key. Hier ist der letzte Schlüssel, der uns fehlt. Und hier oben ist auch nochmal irgendwas. Herzen. Oh, Life. Herzen. Mehr Money. Und hier kommen wir wieder raus. Das ist fast Max Money. Wollen wir uns den Bogen jetzt schon kaufen? Machen wir's. Nach dem Dungeon. Na gut. Yeah. Sehr schön, Speedy. Speedy Gonzales. Kommt her und ich platze euch. Ich höre hier irgendwie ein Woje, Woje, Woje machen. Seid aber nicht ihr, oder? Nee. So, und jetzt sollten wir eigentlich zum Bock können. Mit fast Max Geld. Theoretisch gesehen nur einmal durch diesen Tunnel. Tja, dann Zeit, dich ausrauben zu lassen. Wieso? Ja, was ist das nicht? Wenn du dich vom Goomba treffen lässt, verlierst du Geld. Hust, hust. Hä? Tu ich nicht. Doch, was tust du. Hust, hust. Was wink, wink. Was laberst du? Jetzt hast du 5 Rubine verloren. Was laberst du? Wir haben gleich Reverse 69. I, geh weg. Okay, ich mag diesen Boss. Reverse 69, ist das dann Rücken an Rücken? Ich mag diesen Bosskampf nicht. Du willst also die Ich mag diesen Bosskampf nicht. Der ist ein bisschen ungeil. Ich muss noch ausziehen und hab da am besten die Fehde mit ausgerüstet. Kann ich doch gar nicht, obwohl du hast recht, ich kann. Sobald du rausgerüstet hast, also rausgezogen hast, sofort aufs Schwert wechseln und dann, ja, dann auch doch dann. Weil wenn er rausgezogen ist, gibt's den Chance nicht. Oh, Junge! Ich mag den Kampf nicht. Es kann sein, dass wir ihn ein paar Mal versuchen müssen. Wow. Okay, warte. Oh, Digga, ist das dein Scheiß Ernst? Schau mal, ein Vorteil für die Switch-Version. Wow, der Kampf ist einfacher da, I guess. Naja, das Schwert ist halt nicht ausrüstbar. Nee, darum ging's nicht. Es ging darum, dass ich komplett gewifft habe. Er lag auf dem Silbertablett. Und können wir anmerken, dass ich die Sachen falsch ausgerüstet habe? Danke. Mann, Alter, ich muss den Kampf gleich neu machen. Jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt! Ich will den Kampf neu starten. In welcher Welt war das kein Treffer? Kokolint. Welche
ich eine Tasse! Alter, fick dich, du Hose. Okay, nächster Versuch. Aber ich hab's angekündigt, von daher ist es okay. Ist jetzt auch kein allzu weiter Weg dahin. Das muss man jetzt schon sagen. Da springt's einmal. Ist jetzt nicht mal wie so eine, diese nervige Puzzle-Passage. Ist Passage das richtige Wort? Ja. Ist halt einmal hin und her, ist kein Problem. Aber mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden, welche Taste was sein soll. Entweder das A-Item oder springen, aber niemals beides. Dann, ganz ehrlich, dann spiele ich lieber ohne den Scheißsprung und renne die ganze Zeit mit. Das kannst du natürlich auch machen. So. Klar, ab und zu würde er mich dann treffen, aber immerhin komme ich nicht durcheinander. So, Knie. Nee, trifft er dich doch auch nicht. Oh, das. Auch. Im Endeffekt rennst du halt nur im Kreis. Wo er sich mal zeigt und dann. Ja. Ey, das hat nicht gezählt. Junge! Was zählt denn das? Wenn dein Maul offen ist. Das Timing ist strikt. Aber es ist nicht unmöglich. Sag ich doch, das ist irgendwie angenehmer als tatsächlich. Man kann ihn sogar durch seinen Mund treffen. Das war jetzt natürlich ein bisschen dämlich, ich hätte stehen bleiben müssen. Den erwischen wir nicht. Der ist ein bisschen zu spät, den erwischen wir nicht. Den könnten wir. Und das war's. Du weißt nicht, was du findest, du naives Kerlchen, dieses dein Verrängnis. War jetzt aber wirklich nicht schwer, ganz ehrlich. Ich schwöre, die Feder hat den Kampf komplizierter gemacht, als er war. Ich weiß nicht, was du hast. Das Korallen-Xylophon. Bing, 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 bing. Auf Englisch ist es eine Marimba. Das ist wahr. Aber das Ding ist, dadurch, dass das halt ein Gameboy ist. Ja. Schrein, Geheimnis im Schrein. Marimbora Borealis? Yes. May I see it? Leute, oh. Wir können uns jetzt die besten Items holen. Es ist soweit. Ich glaube, wenn es wirklich nur 15 Muscheln sind, die wir brauchen, und ich tippe jetzt einfach mal darauf. Immer noch 20. Es sind 20? Ja. Ja gut, dann können wir sie uns nicht holen. Aber wir können dieses Tauschplatz abschließen. Ja. Und wir können den Bogen kaufen. Musst du für den Rat nicht weiter nach Süden? Ja. Oh, ja, richtig. Stimmt, wir müssen erst noch. Ja, du hast recht. Das Ding ist, ich will zum Horon-Shop. Und mit Horon-Shop meine ich, ich will den Bogen kaufen. Okay. Bye, Marin. Bye, Barin. Okay, in welchem Zelda-Spiel liegt denn der Horon-Shop? Wer weiß denn das? Der was für ein Shop? Der Horon-Shop. Das klingt irgendwie nach einem Tugendteil. Nee, tatsächlich nicht. Mann, ich will auf den Scheiß. Amber. I don't know. Es ist Oracle of Seasons. Okay. Du denken kannst, dass das E-Seasons ist. Okay, hallo, ich würde gerne diesen Bogen bezahlen, aber wir machen 12 Finger-Rabatt. So, wir haben sage und schreibe 95% gespart. Schade ist halt einzig und allein nur, dass man nichts mehr danach kaufen muss. Ja, du. Das ist halt doch, brauchen, wenn du sie brauchst. Hat er ein Herzteil vielleicht? Nee, aber wir können tatsächlich jetzt noch ein paar Pfeile kaufen, weil wir haben echt wenig bekommen.
Du hast tatsächlich gerade mal 150 Rubine verloren. Nee, 140 Rubine verloren. Ich habe. Oh, stimmt, ich habe 150 Rubine verloren. Ich dachte, ich habe nur 50 verloren. Nee. Du warst ja voll, Money. Hab ich überhaupt. Kann ich überhaupt noch welche tragen? Ich glaube, ich kann 50 tragen oder 30. Warum bin ich da kaufen, dass du schon bist? Du dummer Kerl! Alter. Alter. Wenn ich meine. Nein, dafür sollte er einen Pfeil in seinen Kopf kriegen. Wenn ich meine Waffe zücken könnte, würde ich es jetzt tun, aber ich kann es nicht. Schade. Das ist echt awkward. Danke für den Headpad, der jetzt nicht getauscht ist. In der Switch-Version ist es zwei Items gleichzeitig, Schwert und Schild. Ja, die sind halt permanent ausgerüstet, was neat ist. Aber, das ist nicht erforderlich. Wie gesagt, ich fand's ohne die Feder fand ich's ohne den Sprung, wollte ich sagen. Fand ich's einfacher. Ich dachte auch die ganze Zeit, ich werde an seinen Mund ablenken. Weil ich versuche ihn reinzuschauen. Das sind so essentielle Tipps, die einem bei solchen Kämpfen helfen. So natürlich, es entspricht unserer Natur zu denken, dass wir nicht auf den harten Mund schlagen dürfen. Aber nö, also ist anscheinend nicht so. Das hast du schön gesagt, Oswald. Danke. Ich wollte eigentlich nur Barons nicht wieder komplimentieren. Alter, gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Nee, da können wir noch nicht hin. Geh doch weg! Bombenpfeile? Gibt's nicht. Kann man machen. Doch, gibt es. Was? Gibt's wirklich Bombenpfeile? Tatsache, es gibt Bombenpfeile. Was ist das hier eigentlich? Und Rücken, Geheimnisse! Aber hier ist doch bestimmt auch noch ein Geheimnis. Sag ich doch. Opfer. So, wir werden die Schaufel nicht mehr lange haben, deshalb sollten wir noch versuchen zu graben, wo wir können. Ha! Nee, also, you know what? Weißt du was, wir machen einfach den hier. Ich hoffe, ich spawn jetzt bei dem Teleporter. Ja, das ist angenehm. Wir haben noch 10 Minuten und ich will noch so viel Scheiß machen, das ist ja irre. Und nicht Dings verschwenden, bitte. Ba 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 da ba da ba ba. Rübs. Herzi? Herzi? Kein Herzi? Okay. Dann halt nicht! Nein, 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 nein. Kein Elektrokondom. Mhm. Tatsächlich ein interessantes Konzept. Mois nennt sie tatsächlich so. Okay. Andere Seite. Oh, shit. Okay, dann die andere Seite. Und einmal tauchen. So, mein Freundchen, was angelst du hier Schönes unter dieser Brücke? Überhaupt nicht shady? Oh, das ist doch nicht etwa ein Angelhaken, das du da in der Hand hast, oder? Den sollst du mir geben. Du bekommst dafür meinen ersten Fang. Okay, aber ich hinterfrage mal kurz, wie du hier ohne Angelhaken angelst. Okay, Junge, du musst mir nur die Daumen drücken. Der Gedanke ist das, was zählt. Dann mach mal schön. Heiliger Strohsack, der ist ja riesig. Mann, das ist ein Dicker. Alter, die Schleife. Das ist deine Schleife, eindeutig. Ja. Dein Angelhaken-PNG ist nun ein sexy Bikini-Oberteil. PNG. Wow, Sabber. Dieses Wow, Sabber ist eigentlich das Beste an dem gesamten Dialog. Er ist einfach so thirsty. Ja. Aber wieso ist das Ding so schwer? Jetzt mal im Ernst. Wahrscheinlich hängt es einfach nur irgendwo fest. Ja, okay, das kann sein. Hey, ich hab dir was mitgebracht. Ich bin hängen geblieben, tut mir leid. Ui, das ist mein Oberteil. Kannst du es mir bitte geben? Bitte, 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 bitte. Ich geb dir auch eine Schuppe von mir. Lächst. Glaubt ihr, das ist ein guter Deal? Do it. Nein. Don't lächeln. Das ist gemein. Ja, okay. Hast du mir was im Wein gebracht? Hier, nimm. Meinetwegen nehme ich auf die Schuppe.
Sag der einen Schuppe! Au! Du Gieriger! Er hat gefängert! Oh Gott! Du hast eine Nixen, ein Dick. Schau gar nicht, Nixe eine? Was? Du hast einer Nixe eine Schuppe entrissen und dir dafür das Bikini-Oberteil zurückgegeben. Tschüss. Oberteil BNG. Oh, jetzt kann sie wieder springen und glücklich sein. Ja, und auf ihrem Felsen sitzen. Das macht sie, sobald wir wiederkommen. Jeden Moment. Irgendwann sitzt sie da halt. Eventuell jetzt. Okay, dann halt nicht. Wenn wir nach rangehen. Ja, irgendwas war da. Ich komme nicht Bombenpfeile, ich muss einfach nur Pfeile und Bomben gleichzeitig benutzen. Also beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Ja. Das ist alles. Ja, du kannst irgendwie beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Ich meine, die gibt's in der Switch-Version, die wurden nicht rausgepatcht. Es ist ja nicht mal ein Glitch oder sowas. Weil es halt. Ein Feature. Es ist ein Feature halt, aber. Ein geheimes Feature. Oh Gott, war das knapp. Mhm. Also, hier bitte. Eine Schuppe wurde eingefügt in diese schöne Statue. Oh. Au. Oh Gott! Unsichtbare Gegner! Ach ja, ein Glück hatten wir den Traum. Die Lupe! Jetzt kannst du Dinge sehen und lesen, die vorher unsichtbar waren. Alter, wir können jetzt lesen. Habt ihr das gehört? Geil. Es ist einfach das Auge der Wahrheit. Link's Awakening ist so fortschrittlich. Es gibt die Tauschquest, es gibt das Auge der Wahrheit, es gibt die Eule, die dich nicht in Ruhe lässt. Link's Awakening ist fortschrittlicher als A Link to the Past, was das betrifft. Ich meine, ist das Spiel auch nicht nach LTTP rausgekommen? Ja, ist es. Apropos, wir sollten vielleicht. Also, was wundert's dich? Wir sollten vielleicht mal Nachschub kaufen. Ich meine, das Beste an Doylan Link's Awakening im Gegensatz zu OOT ist immerhin noch, dass die hier kein Arsch ist. Die Eule? Ja, die Eule. Die Eule ist technisch gesehen weniger ein Arsch in OOT als hier in Awakening. Ich brauch die mehr. OOT kannst du überspringen. Ich brauch mehr Meth. Danke. Ja, aber die Eule in OOT, die verarscht dich. Ab und zu mal, wenn du nicht aufpasst, mein Gott, Jesus. Ja, ich meine, wenn man einfach nur drücken und dann, wenn man nicht aufpasst, weil man gerade von der Eule so genervt ist, dann wird es immer weiter wiederholt. Tja, Skill-Issue. Immer und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. I call it Skill-Issue. Ja, das war dämlich. Okay, ich will jetzt zum Strand und ich will jetzt ein cooles Item. Da hat sie noch nicht mal einen anderen Nutzen. Und dann muss. Oswin muss aufschreiben. Hä? Ja, Oswin darf gleich was aufschreiben. Cool. Notizen. Oh, ich weiß, jetzt ist es. Ist so süß. Es ist schon gemein, wir müssen das technisch gesehen noch nicht jetzt machen, aber wenn Austin schon aufschreiben kann, verlier den Zettel nicht. Die dunklen Geheimnisse von Kokolin. Willst du das Buch lesen? Jo. Kann ein Ei ein Irrgarten sein? Eine sehr philosophische Frage. Das ist der langweiligste Seed ever. Das könnte schon ein 3D-Lied sein. Ganz ehrlich, rechts hoch. Ja, ich hatte auch mal rechts hoch, links hoch und dann wieder rechts hoch. So, irgendwo hier befindet sich jetzt eine Höhle. Und wir müssen noch zum Zoodorf, merke ich gerade. Da gibt es auch noch was zu erledigen. Also, hier ist ja diese Höhle. Mit diesem wunderschönen Plink-Sound. Ist auch schon alle vergraben. Alter, jetzt weiß ich, was hier dingst. Das ist das Echo bei jemandem, was zurückgeworfen wird. Irgendwer hat keine Kopfhörer drin.
Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es gegen das, was du auf dem B-Knopf hast. Okay? Gerne. Ja, schau mal, kannst du zurücktauschen. Ja. Yay. Dieses Ding. Den Boomerang. Der Boomerang ist stärker als das Schwert. Ich demonstriere es. Yay. Aber er kann keine Kraft zerschneiden. In der Tat. Oh, warte. Oh, er kann Kraft zerschneiden! Nee. Oh, das hat ihn voll in mich reingepfeffert. So, wir haben jetzt den magischen Boomerang und jetzt gibt's noch was im Zoo zu erledigen. Wobei ich frage mich auch gerade, ob das nur in DX geht. Selbst schnell, wir haben keine Zeit mehr. Ah! Der Stream ist gleich vorbei. Und dann geht schon nach Hause, oh wei. Und schlaft recht schön. Ich sag auf Wiedersehen. Sollen sie den Boomerang auf die Kinder werfen? Das wäre in der Tat lustig, aber das Problem ist, dann kommt er nicht mehr zurück. Und ich will meinen Boomerang gerne ohne ein Gerichtsverfahren wieder zurückhaben. Apropos, wir können noch was machen. Okay, heute überziehen wir. Irgendwie ein paar Minuten. Und zwar zum einen, einfach weil ich das nicht vergessen will. Hallo Oma Jaja. Ist das DX-Exklusiv? Ja, das ist DX-Exklusiv. Warum ist denn dieses Haus hier? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum es an der einen Stelle kein Haus gab. Das ist weird. Auf jeden Fall, dann holen wir jetzt halt noch das Herzteil, was auch immer in dieser Höhle war. Und speichern dort dann das Spiel, auf das wir nächste Woche wahrscheinlich noch nicht den 8. Dungeon erreichen. Ich denke mal, wir werden halt jeweils einen Dungeon pro Stream schaffen. Oha, was denn hier? Oha, was denn hier? Oha, was denn hier? Oha, was denn hier? Warte mal, das ist gar nichts, das ist gar kein Secret, man muss das wissen. Ja. Oh. Oh, okay. Weil man muss es lernen. Oder man wirft es von da oben. Man kann einen gut getimten Wurf machen. Ihr wisst schon, ihr hättet einfach von da oben auf den Baum eine Bombe runterschmeißen können. Kann man auch. Ja, oder so. Oder da. Hä, wieso kann man hier oben überhaupt lang? Oh. Weil diese Karte ein Rückweg ist. Ey, du sollst nicht alle unsere Pfeile verschwenden. Na gut, wir sind dann hier fertig. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.